Peace Leute, was geht und willkommen tatsächlich zu einem neuen Format hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Denn ich hoffe Leute, ihr könnt euch noch erinnern hier, Streaming Setup, da haben wir ja schon mal ein paar Mal Livestreams gemacht und da haben wir auch mal ein Format gemacht oder beziehungsweise eine Kategorie, ich reagiere auf eure Fußballschuhe. Das kam damals bei euch extrem gut an, extrem viele Einsendungen und war auch krass zu sehen, welche heftigen Fußballschuhe ihr alles habt. Deshalb dachte ich mir, okay, das wäre doch eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, das als Format zu bringen. Das heißt, Leute, heute gibt es tatsächlich die Premierenfolge. Es gab richtig viele Einsendungen. Wir haben heute die ersten Zuschauer mit am Start. Das Ganze wird also so sein, dass ihr die Clips einsenden könnt. Findet die E-Mail-Adresse natürlich unten in der Beschreibung, wo das Ganze funktioniert. Einfach eure Videos im Querformat schicken. Mit etwas Glück seid ihr in der nächsten Folge dabei. Dann schauen wir uns also heute die Fußballschuhe der Zuschauer an. Und am Ende vom Video gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel unter allen, die teilnehmen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, genug gelabert, bei euch natürlich ganz, ganz wichtig. Lasst eure Meinung da, gefällt euch das Ganze oder sagt ihr, nee, definitiv kein Format draus machen. Gerne Feedback da lassen, das Ganze wird jetzt mal ausprobiert. Ich würde sagen, genug gelabert, wir starten rein. Ja Leute, als absolute Premiere, deshalb auch nicht beim Schuh-News-Hintergrund, sondern extra hier natürlich beim Stream-Setup, könnte man auch mal wieder machen. Wir schauen uns heute also ein paar Zuschauereinsendungen an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ein paar zwei, gerne Feedback da lassen. Ende vom Video gibt es ein Gewinnspiel. Gibt pro Folge was Neues zu gewinnen. Heute starten wir auch rein mit einem sehr coolen Gewinnspiel. Bleibt also auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich habe mir ein paar Einsendungen zufällig rausgesucht. Das heißt, ja, macht gerne mit, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge dabei zu sein. Und wir starten rein mit einem Zuschauer. Das habe ich hier im Handy. Und zwar Lars-M7. Er hat mir geschrieben, hi, wollte noch meine Fußballschuhsammlung zum Video schicken, bin großer Neymar-Fan, was zum Teil dann vielleicht auch weniger in der die Schuhauswahl erklärt. Okay, da sind wir schon mal sehr gespannt. Wie man sieht, sind ein paar Schuhe getragen, andere aber komplett neu. Liebe Grüße, Lars. Da bin ich mal sehr gespannt, was er uns hier eingesendet hat. Wir switchen jetzt mal rüber. Ich nehme das Ganze natürlich mal mit auf. Und zwar schauen wir uns das Ganze mal an und das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Wir haben hier auf jeden Fall Neymar-Fan. Man sieht schon einige richtig krasse Fußballschuhe. Vom richtig geiles Setup. Also ich glaube, so für den Start hier Lars zu nehmen, war glaube ich ziemlich cool. Sehe ein paar spannende Schuhe. Wir gucken einfach mal das Video an. Er hat es perfekt aufgenommen hier im Querformat. Und wir starten jetzt mal rein hier ganz klar. Neymar sogar mit Trikot am Start. Weiß von, okay krass, wenn das noch unterschrieben wäre, aber cool zu sehen. Hier noch von seinem Heimatverein. Und wir starten mal direkt rein. Auch wenn es kein Neymar-Schuh ist, haben wir hier einfach mal den Kylian Mbappé Bondi Fußballschuh. Für mich All-Time-Favorite, was den Nike Superfly 7 angeht. Für mich der krasseste oder das krasseste Colorway, das es zum Nike Superfly 7 gab. Für Sammler ein absolutes Must-Have, weil der war extrem schnell ausverkauft, ist immer noch krass gefragt. Also den schon mal zu sehen, ist für mich schon mal extrem gut, weil ich einfach den Schuh so mit favorisiere. Dann natürlich, wie angesprochen, haben wir hier Neymar. Hat sehr, sehr cool abgefilmt. Wir haben hier den Puma Future von der WM, also der Dream Chaser. Auch den hatten wir natürlich für euch im Video. War ich am Anfang skeptisch, dann fand ich ihn wieder cool. Jetzt finde ich ihn wieder nicht so cool. Ist natürlich absolut Geschmackssache. Aber ein richtig cooler, legendärer Signature-Schuh, weil es wohl seine letzte WM war. Also für Neymar-Fans auf jeden Fall auch ein Must-Have. Geil zu sehen, dass er den hier am Start hat. Bin mal gespannt, was wir uns da unten... Okay, hier haben wir den Hyper Venom. Ich will überlegen, man kann es ein bisschen schlecht erkennen, aber es müsste tatsächlich nicht die Takedown-Variante sein, sondern diesen legendären Hyper Venom 1 Colorway finde ich immer noch richtig stark. Einen der besten Fußballschuhe, die es jemals gab, muss man ganz klar so sagen. Natürlich sehr schade, dass der eingestellt worden ist. Ich habe ja auch den Liquid Diamond in der Bootwall, auch ein absolut legendärer Fußballschuh. Und nebendran den streng limitierten Puma Future Teaser, 146 Stück oder 246 Stück, war damals extrem schnell ausverkauft. Krasse Chromsohle, der erste Neymar-Fußballschuh bei Puma, der exklusiv von ihm gespielt worden ist. Erste Mal Fusion Fit Kompressionsband, den habe ich für euch damals auch abgedreht. Das wäre jetzt, also bis jetzt für mich, der coolste Puma Future, den es bisher gab, weil er einfach minimalistisch ist, geil Details hat. Der sieht auch noch original aus, also nicht gespielt, für Sammler immer ausschlaggebend. Also auch den zu sehen, schon mal extrem geil. Ich darf mich nicht zu lange aufhalten, aber schon mal sehr cool zu sehen. Dann hier für mich so eines der Überraschungen, dass er auch den Puma King hat. Ist ja eigentlich
nicht so der gefragteste Fußballschuh gewesen, bis ein gewisser Neymar kam. War dann tatsächlich auch in dieser Puma King Version ausverkauft, einfach weil es so legendär war. Das war der allererste Puma-Schuh von Neymar, bei Puma so rum. Damals noch ein Puma King, da war noch das Rätselraten, welchen Schuh wird er wirklich spielen. Und dann zu sehen, dass es jetzt der Puma King wurde, ist natürlich sehr geil. Nebendran reguläres Colorway, hat er auch am Start aus dem Supercharge Pack. Ist jetzt ein regulärer Schuh, deswegen kommt er nicht ganz so cool rüber, obwohl es eigentlich echt ein starkes Colorway ist. Und ja, auch ein Neymar-Schuh, deswegen musste er ihn natürlich in der Sammlung haben. Wir machen mal direkt weiter. Ich bin gespannt, was er hier noch alles am Start hat. Okay, hier haben wir weiterhin Hypervenom am Start. Also der hat sich echt alle Neymar-Schuhe gezogen. Sehr cool, Puma Future 1.2 noch. Und hier ganz legendär, eines der geilsten Colorways, eines der besten Fußballschuhe. Beziehungsweise natürlich nach dem orangenen Colorway. Und auch nebendran haben wir hier den Nike Vapor 12 müsste es noch gewesen sein und den Nike Vapor 13, hier der letzte, also es war hier das letzte Colorway von Neymar bei Nike, Speed Freak hieß es glaube ich damals. Ist auch noch krass zu sehen, dass er auch damals schon Neymar gefeiert hat und sich die Schuhe gezogen hat, also der Typ ist auf jeden Fall ein Kenner. Und nebendran haben wir hier auch nochmal limitierte Schuhe im Air Jordan Colorway. Auch das war extrem gefragt. Und nebendran haben wir tatsächlich noch das Orangene. Ich denke, er hat dir nochmal ein weiteres Video eingeschickt. Das schaue ich mir natürlich nochmal direkt an. Hier geht's weiter. Perfekt hier weitergemacht. Beide, also zweimal die Colorways am Start. Also der Kollege ist auf jeden Fall krass unterwegs. Da haben wir auch nebendran noch hier diese, ja, Sonderedition kann man nicht sagen, war nicht so krass limitiert. Hier war das der Speed Freak, genau. Das andere ist, glaube ich, irgendwas mit Plasmatico. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber hier, das hier ist der Speed Freak. Auch den habe ich bei mir in der Backup Boot Wall vorm Office. Auch den hat er mir wieder am Start, den Nike Vapor 13. Für mich bis heute einer der stärksten Fußballschuhe überhaupt. Dann hier auf jeden Fall schon deutlich länger mit am Start. Also der sammelt nicht seit gestern. Und hier, okay, ganz klar auch eines meiner Highlights in seiner Sammlung ist hier der Puma Future 1.3 in der, ja, Teaser-Version in Camouflage-Optik. Den hat mir damals auch auf dem Kanal gezeigt. Extrem geil umgesetzt, diese Teaser-Thematik von Puma. Geiles Design gemacht. Und auch der war sehr schnell ausverkauft. Also auch, dass er sich den noch sichern konnte. Nebendran haben wir Hypervenom. Den gab es ja in Gold und Silber. Das goldene Colorway, muss ich ehrlicherweise sagen, gefällt mir nicht so. Ist aber eigentlich legendär, weil Neymar ihn natürlich auch gespielt hat. Mein Favorit ist aber ganz klar der Liquid Diamond, also der in Silber. Den finde ich deutlich stärker, aber krass zu sehen. Vielleicht hat er den ja auch noch, das wäre krass. Das haben wir hier oben noch, kommt noch was. Bin gespannt, aber die zwei Colorways auf jeden Fall auch absolute Highlight-Schuhe. Okay, es kommt noch was. Hier mein Platz 2, der All-Time Puma Future-Schuh von Neymar. Und zwar den Copa America. Doch, so rum war es richtig gesagt. Auch der sieht richtig stark aus mit, ja, weißes Obermaterial mit gelben Designs. Finde ich immer sehr cool, dass es hier so bunt war und trotzdem minimalistisch. Hat er dann auch gespielt. Leider nur sehr kurz. Und hier den aus dem Spectra Pack. Auch regulär eines der stärksten Colorways, muss man sagen. Also richtig kranke Collection bisher. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Ne, jetzt geht es nochmal zurück. Ah, oben hat er auch noch so ein Sammelbild von Neymar. Hier Trikot mit am Start. Und die, also die Schuhsammlung, muss man sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet als erste Zuschauereinsendung, dass wir sowas Krasses haben. Neymar-Fan war nicht untertrieben und eine richtig geile Schuhsammlung, muss man ganz klar so sagen. Bin gespannt auf euer Feedback. Ihr könnt natürlich am Ende mitentscheiden, wer hier beim Gewinnspiel mit nach vorne ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, aber ich glaube, das war schon mal der perfekte Start. Okay Leute, ich muss nochmal zurück zu diesem Zuschauer, denn er hat nochmal was eingeschickt. Das war auch noch im Chat und hat sich einfach dreimal den limitierten Nike Mercurial 25 Jahre Jubiläumsedition gesichert. Habe ich ja auch hier hinten stehen. Eines der stärksten Drops 2023. Er hat sich zweimal einen Vapor gezogen, einmal einen Superfly. Also auf jeden Fall richtig krank, was der für eine Sammlung hat. Also ich glaube, das jetzt weiter zu toppen wird ganz, ganz schwierig. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Wir machen weiter. Und zwar, der Zuschauer heißt auf Instagram MI oder Mai 090317, sehr aktiv, immer wieder am Chatten. Und schauen wir mal das Video an, was er eingeschickt hat. Das haben wir hier am Start. Okay, wir haben hier schon mal richtig Oldschool-Schuhe mit am Start. Nike Vapor für mich der legendärste Fußballschuh, den es gibt. Da hat er schon echt geile Colorways am Start.
den zum Beispiel hier verbinde ich natürlich direkt mit Cristiano Ronaldo. Den habe ich mir auch damals noch extra gezogen. Im Nachhinein wegen CR7, also geil zu sehen, dass er den im Start hat. Dann hier, wer kennt ihn noch, den Nike Phantom Venom. War auch echt ein sehr beliebter Fußballschuh, muss man eigentlich sagen. War aber natürlich in den Fußstapfen vom Hyper Venom natürlich kein einfacher Weg zu gehen. Aber den hat er hier im Blackout Colorway. Finde ich auch sehr geil. Also das Reflektieren ist sogar personalisiert. Dann hier den Nike Phantom GX. GT. War ein extrem guter Fußballschuh bis auf die Ferse. War natürlich immer ein bisschen enttäuscht, dass es hier so schnell zu Druckstellen kam, aber vom Obermaterial und vom Komfort ansonsten und von der Passform, von den Features, sehr, sehr geiler Fußballschuh gewesen. Aber ich bin schon hier neugierig auf den New Balance Furon. Geil zu sehen, dass er auch hier mal was Neues ausprobiert hat mit Furon. Bin gespannt, könnte auch sein. Ich dachte gerade, dass ich den mal verlost hatte. Aber auf jeden Fall cool zu sehen, weil der Schuh, also Furon, kommt ja immer besser an. Auch beim Mainstream, muss man sagen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Weil er einfach unterschätzt ist, deswegen auf jeden Fall ein Kenner hier am Start. Und was sehen wir danach? Den Puma Future, den haben wir nämlich verlost. Sehr, sehr cool. Und das nochmal ein absolutes Highlight in seiner Sammlung. Den hat er auch noch scheinbar nicht gespielt. Hier haben wir noch das Tag dran von Nike. Die Rede ist vom Nike Phantom GX hier in dieser gelben Version. Fand ich extrem stark. Habe ich mir natürlich auch bei meiner Sammlung sichern müssen. Vor allem beim Phantom GX bisher kein Colorway, was nicht gut war. Also auf jeden Fall heftig zu sehen. Und den in der Sammlung zu haben, ist natürlich immer ein Highlight. Vor allem die Chromsohle und der Nike Swoosh mit dem Kryptonit Obermaterial. Extrem geil vom Design. Also heftig zu sehen, dass er den auch noch am Start hat. Auch das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr starke Sammlung. Nike Vapor für mich immer ein legendärer Fußballschuh. Dafür gibt es definitiv Pluspunkte. Und ob der mitentscheiden darf, wer das Ganze gewinnt, gibt es natürlich am Ende vom Video. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Zuschauer. Und auch da, das Bild sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich lasse es diesmal ein bisschen durchlaufen, kommentiere es dann eher live mit, weil es einfach, ja, glaube ich, sonst zu lange wird. Aber wir haben am Start Fabian. Auf Instagram heißt der fabi.w04. Der hat hier ein sehr cooles Video aufgenommen. Das schaue ich jetzt einfach mal komplett ohne Pause an. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal ein paar geile Fußballschuhe. Hier Neymars Problemfußballschuh, muss man sagen, mit dem er sich nie zurecht gefühlt hat. Hier Adidas Copa, ein ganz altes Modell. Immer noch ein legendärer Fußballschuh. Hier Puma Trix Pack, damals noch von der EM war das, glaube ich. Sehr cool, dass er den noch hat. Dann Laceless Adidas Predator 18 oder 19er muss es sein. Adidas Ace auch in der Laceless-Version. Also der hat auf jeden Fall schon ein bisschen länger Fußballschuhe am Start. Dann haben wir hier den Phantom Vision. Das war auch ein echt geiler Fußballschuh im Ghost Lacing, was ganz Neues. Takedown-Modell zum Puma Ultra. Bin ich kein so Riesenfan, muss ich ehrlicherweise sagen. Bin ich eher Team Puma Future hier. Sehr geiles Blackout-Pack zum Nike Vapor 14. Das war auch echt cool gemacht mit den goldenen Details. Und das hier nochmal stärker, weil es einfach der Nike Superfly 7 war. Leider natürlich ein bisschen abgenutzt, aber es soll auch so sein. Das muss natürlich auch gespielt werden. Eines der legendärsten Colorways zum Nike Mercurial, denke ich, dann CR7 als Superfly. Und zu guter Letzt hier noch ein sehr starkes Colorway zum Nike Tiempo, zum WM-Pack. Nike Tiempo, ja dummerweise leider so ein Problemschuh, weil er nie bei den Packs dabei war. Wird sich wohl wieder ändern, gibt ihn ab Sommer als veganer Fußballschuh. Aber auch Fabian, definitiv eine sehr, sehr starke Fußballschuhsammlung. Ihr habt nämlich am Ende die Aufgabe, da abzustimmen. Also auch ihn dürft ihr nicht vergessen, weil die Sammlung mit den paar Fußballschuhen, so viel hatte ich früher definitiv nicht. Deswegen umso krasser zu sehen, hier beispielsweise Puma Trix Pack, das in der Sammlung zu haben, ist schon auf jeden Fall ein Zeichen für einen Kenner. Okay, Leute, kommen wir noch zum letzten oder zur letzten Einsendung der heutigen Folge, und zwar von Tom_B2829 auf Instagram. Der hat auch ein paar Videos geschickt. Wir starten auch wieder rein. Wir lassen uns diesmal wieder durchlaufen. Und zwar starten wir rein hier mit seiner Bootwall, kann man sagen. Sehr geil aufgehängt. Hier zwei Nike-Kartons. Beides Blackout-Colorways. Sieht deswegen auch optisch passend aus. Wir haben den Nike Mercurial zweimal am Start. Das sieht schon mal sehr cool aus. Aber er hat noch weitere Videos eingeschickt. Und zwar, ich guck mal, auch hier nochmal Blackout-Schuh. Okay, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Da hat er auf jeden Fall einige, die er natürlich auch spielt. Ist umso besser. Die Schuhe sollten natürlich auch in Action zu sehen sein. Und hier haben wir natürlich den Vapor 15 Pro. Hier nochmal den Superfly
8 Elite, aber auch geil zu sehen, weil dieses Blackout Pack war sehr, sehr beliebt. Speedrings natürlich, lässt sich drüber streiten, war ich nie so ein riesen Fan von. Dann hier auch noch ein paar Hallenschuhe am Start, ein Phantom GT und hier sehr, sehr geiles Colorway. Dieses 3D Colorway war damals so ein limitierter Drop, haben wir auch gezeigt mit so 3D Effekten, die auch noch dabei waren. Ein kleines Jubiläums Colorway zum Phantom GT. Müssen wir wieder konzentrieren, von Harry Kane. Also das ist schon sehr geil zu sehen. Ich glaube, er hat nochmal ein Video geschickt. Das ist einfach das gleiche, glaube ich, nochmal ein Querbody-Schuh abfilmt. Da geht es noch ein bisschen weiter. Da sieht man auch nochmal den Jubiläumsschuh. Also auch das ist auf jeden Fall eine Sammlung, die es in sich hat, muss man ganz klar so sagen. Gefällt mir auf jeden Fall mega. Vor allem krass zu sehen, wie viele Fußballschuhe ihr in der Community habt. Ich habe mal Bock, das auf jeden Fall öfter zu machen, weil vor allem so zu sehen, welche Schuhe ihr feiert oder ihr auch zu Hause habt, ist sehr, sehr interessant. Deswegen ja, bin ich mal gespannt, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Und wir machen auch pro Folge ein Gewinnspiel heute mit meinem Partner Matchday Nutrition zusammen. Ich hoffe, ihr kennt sie. Mit denen arbeite ich ja schon sehr, sehr lange zusammen. Langer Partner hier auf dem Kanal, die ja die perfekten Nahrungsergänzungsmittel für Fußballer am Start haben, wie beispielsweise hier den Matchday Bite Peanut Butter. Ein sehr, sehr cooles Produkt. Einfach 10 Gramm Eiweiß pro Riegel, perfekt vor dem Training, um Energie zu bekommen. Findet ihr unten verlinkt. Haben wir natürlich für euch einen Rabattcode. Gibt es auch vor dem Training Boost, während dem Training Hydro und nach dem Training Refuel. Und der Gewinner der heutigen Folge darf sich dann bei Match Nutrition was aussuchen. Er kann sich eine komplette Packung oder komplette Box Peanut Butter zusammenstellen. Er kann einen Boost bestellen, er kann einen Refill bekommen. Er muss einfach nur Bescheid geben, was er gerne hätte. Dann bestellen wir das Ganze für ihn. So als kleines Dankeschön fürs Einsenden. Pro Folge gibt es ein neues oder neuen Gewinner bzw. ein neues Gewinnspiel mit neuen Inhalten. Und wer jetzt hier gewinnen kann, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar dürft ihr mitentscheiden, welcher der heutigen Einsendungen es verdient hat, sich was bei Match Nutrition gratis rauszusuchen. Ich habe die Kandidaten unten verlinkt. Pro Kommentar könnt ihr quasi einmal abstimmen. Der Kommentar mit den meisten Daumen nach oben bekommt dann quasi nach einer Woche den Gewinn. Ich glaube, das ist ganz cool. Bin gespannt auf euer Feedback, auch ob ihr das öfter sehen wollt. Pro Folge, wie gesagt, würde ich sagen 4 bis 5 Zuschauer und dann gibt es jedes Mal ein Gewinnspiel. Im nächsten Video können wir mal Trikots verlosen, dann mal einen Fußballschuh, dann mal Gutscheine, dann mal eine Sportausrüstung. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall coole Möglichkeiten. Nur natürlich, wenn ihr das Ganze auch feiert und öfter sehen wollt, lasst deswegen gerne euer Feedback und Fazit da. Soll das Ganze wöchentlich regulär kommen oder eher nicht, gerne Feedback da lassen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendung, vielen Dank für euren Support. Lasst dem Kanal gerne ein Abo da, ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Unser Ziel sind die 100.000 Abonnenten. Wie gesagt, unten abstimmen für den Gewinner. Ich würde sagen, das war's zum heutigen Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.